Heute bin ich in Como unterwegs und da werden wir einfach mal einen kleinen Kaffee ausprobieren, nämlich den von der letzten Bloggerreise aus Bremen gebracht habe. Jamaika Blue Mountain Kaffee also. Ich habe den schon öfters getrunken von verschiedenen Röstereien, verschiedene Ausführungen von verschiedenen Kaffeemaschinen, auch auf Jamaika, und so wirklich begeistert war ich eigentlich nie. Und wie kam dieser Test zustande? Bei der letzten Bloggerreise in Bremen kam dieser Kaffee auch zur Sprache und ich musste da leider sagen, dass ich den total überbewertet finde. Vom Preis und auch vom Geschmack. Jetzt darf man mich nicht ganz falsch verstehen, der Kaffee ist nicht schlecht. Der schmeckt schon gut, der hat auch ein schönes Aroma, aber von Kaffee, wo 250 Gramm 45 Euro kosten, da erwarte ich einfach mehr. Ich werde da die Tage auch noch einen Blogbeitrag drüber schreiben, mit ein paar Infos über den Kaffee. Davor werde ich aber erst noch den Kaffee mit der Aeropress und der French Press ausprobieren, um einfach einen kleinen Vergleich zu bekommen, aber ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Habt ihr Erfahrungen mit Jamaika Blue Mountain Kaffee? Wenn ja, würde es mich interessieren. Schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, ob er euch schmeckt oder nicht. Ich gehe jetzt erstmal eine Currywurst essen.